Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit Cyberpunk 2077. Das letzte Mal hatten wir ein paar Nebenmissionen abgeschlossen hier auf dem Weg zu Judys Apartment. Und ja, es war gut, dass wir gleich hierher gekommen sind und ihrem Anruf gefolgt sind, Na, willst du etwas Spaß haben? denn die gute Evelyn hatte sich ja das Leben genommen und ja, das hat Judy und natürlich auch uns sehr mitgenommen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, reagieren wir uns ab, kümmern wir uns hier um die Sidequests, die schon lange hier auf uns warten in diesem Gebiet und fangen gleich einfach mal hier mit dieser Auftragskiller-Mission an. Ich denke, da kommen wir auf ein paar andere Gedanken und wer weiß, vielleicht, oder ich hoffe sehr, dass die Geschichte hier dann noch weitergeht. Und wenn der Woodman dahinter steckt, hinter der ganzen Geschichte, dass wir uns auch an dem noch rächen können. Wie? Ich habe einen einfachen Auftrag für dich. Du musst jemanden umlegen, der normale, fleißige Leute ausnimmt. Der unangenehme Zeitgenosse heißt Blake und ist ein gerissenes Aas. Mehr Infos über ihn schicke ich dir. Aber nicht Captain Blake, oder? Kleine Mr. Hurley und die Pulveraffen-Referenz für euch. In Kabuki dreht sich alles um Gangstergeschäfte. Die Bullen sehen weg, wenn Saftsäcke wie Blake sich ihr nächstes Opfer schnappen. Es läuft immer nach derselben Methode ab. Akt 1, ein vielversprechender Deal. Akt 2, unbezahlbare Schulden. Diesmal heißt der Trottel, der ihm auf den Leim gegangen ist, Roger Wang, Besitzer einer Ladenkette. Blake hat sich einen der Läden schon geholt, aber der Typ ist gierig. Wie gesagt, diese Art von Schulden kann keiner zurückzahlen, also hat Wang sich besonnen und stattdessen uns sein Geld gegeben. Diese Pissnelke Croyle wird bald auftauchen, also musst du schnell handeln. Und noch was, Blake hat sich ein paar Animals zum Schutz geholt. Ja, das soll uns nicht weiter stören. Mit denen kennen wir uns ja auch gut aus. Gehen wir einfach mal rein. Feindliches Gebiet. Ich glaube, der da draußen sieht uns dann. Oh je. Nein, hat er nicht mitbekommen. Dann schalte ich den auch gleich noch aus. Ich glaube, den werden wir hier gleich mal verräumen, wenn das noch geht. Oder auch nicht. War auch jemand. Schöne Ohrringe, die nehme ich mit. Komm mal mit. Ich finde es gut, dass wir die einfach so mitziehen können. Hoppla, das war vielleicht ein bisschen zu laut. Ja, und eigentlich sollte man die auch verstecken. Ich glaube, die sind gerade alle irgendwie beschäftigt. Das ist er doch. Wie machen wir das? Stealthy? Ja. Zack, auf den Stuhl gefallen. Hier ist doch sicher noch ein bisschen was, oder? Was steht denn hier in dem archivierten Gespräch? Und? Habt ihr Eddies Mann unterwegs? Hast du für den Anfang was Gutes für uns? Ein Verprügeln? Umlegen? Vorerst sollt ihr nur beobachten, gefährlich aussehen und mich beschützen. Mäh, langweilig. Hin und wieder ein Knie brechen, euch um die Frau, das Kind oder den Mann von irgendwem kümmern. Nichts Kompliziertes.
Klingt schon besser. Hättest du auch gleich sagen können. Boah, ja. Ein richtiger Saftsack. Das heißt, um den ist es wahrscheinlich wirklich nicht schade. Und hier oben ist sonst nichts. Ah, man hätte auch von da oben reinkommen können. Gut, aber der Weg direkt rein war jetzt auch nicht so schlimm. Was haben wir denn hier? BD55E9. C E9. Oh toll, nur das obere bekommen. Nicht sehr gut, aber immerhin ungewöhnliche, seltene und epische Quick-Hack-Komponenten. Dann verschwinden wir hier. Haben wir alles lautlos gemacht, finde ich gut. Oh ja, entschuldige, Regina. Ah, wir können auch hier gleich kämpfen. Perfekt. Es gab ein Problem, du hast es gelöst. Ich bin zufrieden, der Kunde auch. Gut so wie. Auftrag erledigt. Ist hier unten noch irgendwie ein Überfall? Also wenn wir schon gerade dabei sind, ich möchte die Überfälle eigentlich nicht mehr so häufig machen, weil, wie gesagt, das war bisher immer das Gleiche und da kümmern wir uns lieber um die Sidequests. Aber das scheint auch irgendwie versteckt zu sein. Na gut, dann gehen wir mal nach da oben und führen diesen lang ersehnten Kampf aus in Kabuki. Muss man hier so komisch hochklettern? Jetzt springen wir auch schon über die Häuserdächer. Interessanter Weg auf jeden Fall. Es ist total dumm. Ich weiß doch, wo ich hinschlage, bevor ich es mache. Typisch. Ich wusste, dass ich das sage. Der sorgt für die gute Musik. Ich bin zum Kämpfen hier. Wer von euch ist mein Gegner? Ich. Zwei gegen einen? Bisschen unfair, aber okay. Wer von euch ist zuerst dran? Nee, du raffst es nicht. Der Körper da und dieser sind dieselbe Person. Also, sehe ich doppelt, oder was? Ich war mein Zwilling, sieht man ja. Die Zwillinge standen sich sehr nah, aber sie wollten sich noch näher und stärker sein. Also haben sie neurale Oszillationssyncs installiert und jetzt sind sie, naja, ich. Eine Person, zwei Körper. Meine Körper machen alles zusammen. Alles. Macht ihr wirklich alles zusammen? Sogar im Bett? Ich habe eine Freundin für beide Körper, wenn du das wissen willst. Ich teile sie mir. Also nimmt einer alles nördlich, der andere alles südlich des Äquators? Nein. Montags bis Mittwochs ist sie beim einen und donnerstags bis sonntags beim anderen Körper. Vollidiot. Da haben wir uns aber gerade Freunde gemacht. Wollen wir den Einsatz erhöhen? Also ich habe schon Vertrauen in unsere Gorilla-Arme. Na gut, aber wir erhöhen den Einsatz. Klingt fair. Für mich gar kein Problem. Also, können wir anfangen? Zeig mir, was ihr drauf habt. Ja, dann kommt her. Oh, die klingen auch einfach so gut. Verlieren wir die mal nicht. Beide aus dem Blick. Ich glaube, da muss man auch viel mit Konter arbeiten. Wobei, den haben wir. Und den anderen auch. Na, das hat doch gut funktioniert.
Und du? Hast du genug wie dein Bruder oder willst du mehr? Das ist nicht mein Bruder! Das bin ich! Mein Gott, der ist doch nicht so schwer! Hier, dein Gewinn. Na dann, ich warte. Nicht übel. Keine Sorge, es gibt immer einen nächsten Kampf. Hör auf, mit dir selbst zu reden! Aus reiner Neugierde. Könnt ihr eure Gedanken lesen? Nein, dieselbe Person, dieselben Gedanken. Wenn's anders wäre, wäre ich auf Schizopillen. Unglaublich. Schön, dass ihr es aus dem Zirkus in den Boxring geschafft habt. Haha, sehr witzig. Hey, hat der Ripper vielleicht noch mehr vertauscht? Hab das Gefühl, ihr habt 4 linke Hände. Fick dich! Oje, die haben wir aber echt sehr gut provoziert. Und Coach schreibt uns gleich schon. Hab gehört, du hast diese freakigen Zwillinge vermöbelt. Gute Arbeit, weiter so. Ja, wir waren jetzt nicht gerade sehr freundlich. Oh, und die nächste Auftragskiller-Mission. Aber wir haben unser Level up, das heißt Reflexe sind jetzt auf 15. Können wir jetzt hier schon irgendwas Cooles skillen. Ich glaube Handfeuerwaffen, da war jetzt... Ach, das ist 16 gewesen, Mist. Okay. Dann vielleicht doch diesen einen Punkt hier hin. Ich glaube, das wird uns nicht viel bringen, aber das hier, nach einem Kopfschuss die kritische Trefferchance einfach 5 Sekunden lang um 25% erhöhen. Das finde ich klingt einfach gut. Ja, das will ich haben. Deswegen müssen wir jetzt akrobatisch skillen. Gut. Wie kommen wir jetzt da am besten hin? Ich sehe keine Spur, aber vielleicht können wir uns hier irgendwie durchschleichen. Ja. Oh oh. Vorsichtig runter. Alles okay? Ich glaube, da unten ist irgendwie Action. Oh, die greifen den hier an. Dann lassen wir ein bisschen Selbstjustiz walten. Die Smart-Waffen. Na komm, wir sind ja noch warm. Was ist mit euch los, Leute? Ich glaube, sie sind ausgenockt. Das macht Spaß. Ich glaube, die Mantis-Klingen wären einfach auch mega, mega gut. Und wären einfach auch eine sehr, sehr gute Waffe. Aber einfach so reinzuprügeln mit den Gorilla-Armen, dass die wegfliegen und auch das Feedback und die Geräusche, das klingt einfach alles richtig gut. Vielleicht, wenn wir irgendwann alle Missionen mit dem Verprügeln hier abgeschlossen haben, dann wechseln wir mal zu den Mantis-Klingen. Letztes Jahr hat die Regierung von Night City 32 Konzerne von der Einkommenssteuer befreit und das einfach so. Und darunter waren Kantao, Arasaka, Nur Technologies und Dynala. Warum das denn? Diese Konzerne erzielen zusammen ein Bruttoeinkommen in Höhe von mehreren 10 Billionen Euro-Dollar. Das katastrophale Stadt der Möglichkeiten-Gesetz wurde mit 99 Stimmen zu einer verabschiedet. Ich war als einziger entschieden dagegen. Soll ich Ihnen zeigen, was ich mit diesem Gesetz mache, wenn Sie, die Bürger von Night City, mich zum Bürgermeister wählen? Den finde ich gut. Jefferson Perales und ich stehe zu meinem Wort. Verstehe. Sind also hier bald die Bürgermeisterwahlen in Night City?
Ich habe bei mir ein Problem mit Ratten. Kennt man ja. Aber diese Ratten sind so groß wie Menschen und sehen schwer nach Tiger Claws aus. Der größte Störenfried ist Taki Kenmochi. Tu mir einen Gefallen und schalte sie aus, okay? Details anbei. Alles klar. Was hat die denn gemacht? Ich habe eine Wohnung in diesem Block in Kabuki. Nicht viele wissen davon. Willkommen im Club. Und so soll es auch bleiben. Mein Problem ist ein gewisses Tiger-Arschloch plus Anhang, das ausgerechnet vor meiner Scheißtür eine Pachinko-Aktion gestartet hat. Das riecht nach Ärger. Lass mich raten, du glaubst, es wäre besser, sich in der Öffentlichkeit zu verstecken. Vergiss es. Wenn, nicht falls, das NCPD die Automaten findet, werden sie ihre Bullenschnauzen früher oder später auch durch mein Schlüsselloch stecken. Ich kann nicht riskieren, dass sie etwas finden, das sie nichts angeht. Die Sache eilt. Geh zu dem Wohnblock, wo die Tiger-Tussi namens Taki Kenmochi ihr Pachinko-Ding am Laufen hat und kümmere dich um sie. Alle anderen Tigers in der Gegend werden die Nachricht verstehen und sich verpissen. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich weiß auch nicht, was dieses Pachinko-Ding ist, aber... finden wir es heraus. Moment, bin noch nicht ganz wach. Ja, so siehst du aus. Hast du gehört, was in Nummer 5 passiert ist? Was, hat ja sie wieder verprügelt? Nein, sie hat ihn kalt gemacht. Erschossen! Nicht dein Ernst? Bist du dir sicher? Ai in Nummer 6 hat's gesehen. Hat mir alles erzählt. Ai? Er würde alles behaupten. Komm schon! Das ist mein Ernst. Die Kugel hat die Wand durchschlagen. Ai hat die Leiche mit eigenen Augen gesehen. Mhm. Was ist los? Ja, hier scheint es wirklich rau zuzugehen. Aber ist ja hier auch kein Wunder. Da kommen wir noch nicht rein. Sind das hier alles Tiger Claws? Nee, Bewohner. Na, dann lenken wir den mal ab. Können wir dich hier gleich verstecken? Takedown und verstecken. Oh, aber ich glaube, irgendjemand hat mich gesehen dabei. Nein. Oh, aber der da hinten wird mich sehen. Sei denn, wir lenken den auch gleich noch ab. Ah, Mist. Das war knapp, das war knapp. Aber er kommt raus. Oh oh. Ja. Da war ich zu langsam. Na gut. Das andere hat ja relativ gut geklappt mit dem Schleichen. Wir können uns auch prügeln, wenn du magst. Wie ist die rumschleudert? Oh, ich glaube, das war sie auch schon. Aber jetzt haben wir sie nur ausgenockt. Ne, ich glaube, sie ist dadurch gleich gestorben. Der Schlag war wohl ein bisschen zu hart für sie. Okay, dann schön wieder weg hier. Genau so macht man das. Ein Tiger weniger in der Stadt. Ich mag, wie du Probleme löst.
Auftrag erledigt. Ja, gerne, Regina. Das ist überhaupt kein Problem. Dann wieder hier nach Norden und dann sieht das hier auch schon wieder gut aus mit den Nebenaufgaben. Joggen wir mal hier ein bisschen für die Athletik. Ist ja nicht weit weg. Und wir haben ja letztens erst, ich glaube, die Lauren gerettet und das Athletik erst auf 3 gesprungen. Also gibt noch genug zu tun. Hier können wir noch den Laptop, glaube ich, ablegen, den wir hatten. Perfekt. Genau die Tech, die ich haben wollte. Danke. Und da kommen die Eddies einfach rein auf das Konto. Das ist schön. Genau, die Anna Hamill, die müssen wir noch finden. Das war eine der ersten Quests, die wir hier irgendwie bekommen hatten. Und wir können auf dem Marktplatz nach ihr fragen. Das ist doch cool. Hoppla, Entschuldigung. Die sprayen da irgendwas an. Wie kommen wir denn am besten auf den Marktplatz? Ich glaube, die wollten sich mit uns anlegen. Ja, da wären wir wieder auf dem Marktplatz. Den kennen wir schon. Wen können wir denn hier fragen? Boah, die Garnelen sind echt ekelhaft. Was erwartest du? Das hier ist Kabuki, nicht North Oak. Was weißt du schon über Kabuki, Scheißnomade? Jetzt mach keinen Stress. Nimm einfach eine Antigeruchstablette gegen den Gestank. Gib mir 15% Rabatt, sonst kaufe ich nicht. Und Nomaden sind angeblich Diebe. Na gut, von mir aus. Sind die Garnelen frisch? Gerade erst angekommen. Frisch aus Night Citys bester Wasserfarm. Wasserfarm? Na woher denn sonst? Aus Pacifica? Okay. Von dem Müll dort aus dem Meer wird man nur krank. Diese Frau schon mal gesehen? Ich verkaufe Essen, sonst nichts. Ich will keinen Ärger. Mehr sage ich nicht. Ich glaube, die weiß mehr. Aber wenn sie nicht mehr sagen will... Schöner Tag, oder? Ja, doch. Waren durch ganz Night City zu transportieren, muss gefährlich sein. Kriegst du manchmal Ärger? Wenn du Schutzgeld erpressen willst, verpiss dich. Der Bazar gehört Takeshi. Den bezahle ich, nicht dich. War doch nur eine Frage. Mhm, sicher. Hast du die Klamotten verdient oder geliehen? Was geht dich das an? Ich bin Bäcker. Ah, treffen sich zwei Nomaden in Night City. Wie kann ich helfen? Warum bist du in Night City? Selber Grund wie alle anderen. Eddies, Abenteuer. Du siehst ja, ich lebe den Traum. Egal. Was kann ich für dich tun, hä? Ich suche diese Frau. Kennst du sie? Die Bullenschnalle? Ja. Sie hat ein Zimmer in dem Motel da. Gleich da drüben. Super. Danke. Doch nicht dafür. Sehr gut. Konnte uns sein Nomadenfreund gleich aushelfen. Aber das, ja, das ist auch wieder eine Sidequest mit ein bisschen mehr Interaktion.
Finde ich gut. Ein paar Flipper-Automaten. Wir freuen uns sehr, dich als unseren neuen Gast begrüßen zu dürfen. Deine Zimmernummer ist 203. Wir wünschen dir einen angenehmen Aufenthalt. Smiley. Dies ist eine automatisch erstellte Nachricht. Bitte antworte nicht drauf. Können wir auch nicht. Schade. Anna Hemmel. Ich glaube, das war eine der ersten Sidequests, die wir hier irgendwie passiv mal aufgeschnappt haben. 203. Das ist unser schönes Bild. Unser Zimmer. Das ist hier... Moment, was? Keine Kinder oder Säuglinge in Mülleimern erlaubt? Oh mein Gott, warum muss es dafür ein Schild geben? Ach, Night City. Na gut, wir haben dafür bezahlt. Dann nehmen wir auch hier diesen Kaffee. Und all die Sachen einmal mit. Rubbellose, vielleicht gewinnen wir ja was. Hey, und immerhin liegen hier ein paar Eddies. 82 Euro-Dollar und 63. Also dafür, dass der Eintritt hier nur 15 gekostet hat, haben wir schon Profit gemacht. Die sind alle verschlossen. Wo bist du, Anna? Da kommen wir so nicht rein. Das ist alles verschlossen hier. Gibt es noch einen anderen Weg da rein? Irgendwas zum Aufbrechen? Irgendwas zum Hacken? Oh, vielleicht über unser Zimmer. Mit dem Feuerlöscher werden wir da wahrscheinlich kaum irgendwas anrichten können. Ja, das könnte funktionieren. Perfekt. Hinter dem Job. Ich brauche einen Namen. Anna, vergiss diese Ermittlung. Glaub mir, ist gesünder. Ist das eine Drohung? Du bist es schließlich, der eine Knarre auf den Kopf gerichtet hat. Ganz ruhig, ruhig. Ich will dir helfen. Helfen? Ist dein Stimmenimplantat im Arsch? Das heißt einschüchtern. Vergiss die ganze Sache einfach. Du legst dich wirklich mit den Falschen an. Aha. Mit wem genau? Wer sind die? Deine Kollegen wollen dich loswerden. Diese Bastarde. Ich wusste es. Robert Kowalski und Bill Adams. Hurensöhne. Scheiß drauf. Das ist es nicht wert. Ja. Okay. Ich lass mich nicht von so einen Wichsern umbringen. Ich scheiß auf die, den Job und diese Stadt. Und? Was machst du jetzt, Anna? Sind wir neuerdings befreundet? Kann dir doch egal sein. Ich lass die Ermittlung sein. Punkt. Und du verpiss dich, Söldner. Mhm. Das war's dann für heute, denke ich. Ich gönn mir nur hier die Bounce Bags. Die brauchst du ja nicht. Vielen Dank. Ich glaube, damit haben wir das abgeschlossen. Schnell weg hier. Du bist echt überzeugend, hm? Das freut mich sehr. Auftrag erledigt. 3700.
Der war nicht schlecht. Sehr gut. Dann da drüben noch eine Sabotage. Da noch irgendwas zum Klauen. Und da ist Dirty Freds Lager, zu dem wir auch noch irgendwie hin müssen. Alles sehr interessant. Aber auf jeden Fall dann gut die Sidequests hier abgearbeitet. Auf der anderen Straßenseite wieder. Rennen wir da gleich mal hin. Das ist irgendwo unter uns. Gott, was ist da schon wieder passiert? Wie? Ich schick dir mal Malware. Mit Absicht. Ein Demon von Bad, dem Netrunner, dem wir helfen. Dafür musst du das Subnet eines Megagebäudes hacken und diese Dateien hochladen. Infos anbei. Mhm. Ja, hier waren wir doch schon ein paar Mal. Okay, Sabotage. Bad hat sich bei mir gemeldet. Mag kurze Nicknames und simple Aufträge, also erspare ich dir das übliche Fixergelaber und komme gleich zum Punkt. Bads Malware hängt an dieser Nachricht. Du musst sie herunterladen, Vorsicht, gefährlich, und sie dann ins Subnet vom Megagebäude H11 hochladen. Kinderspiel, oder? Tja, leider nicht, denn dort wimmelt es von Tigers. Bads Plan besteht darin, irgendein Arasaka-Subnet anzugreifen und das H11 als Ablenkung zu benutzen. Clever, oder? Anstatt zu Bads echtem Aufenthaltsort werden alle Spuren zu diesem Megablock führen. Übrigens, unser Netrunner hat den Aufzug schon geknackt, du solltest also problemlos zum Server kommen. Perfekt. Ja, und hier müsste doch unser Freund stehen? Nein, okay. Dann, ich wollte gerade sagen, es sieht nämlich so aus wie das H8, wo wir waren. Und da war ja hier diese KI-Maschine, aber so Megagebäude gibt es anscheinend schon ein paar mehr. Dann gehen wir mal zum Hauptserver. Was haben denn so die Nachrichten zu sagen? Oh, ich glaube, wir sind schon da. Dann ein andermal. Feindlicher Bereich. Du bist echt voll taub, Mann. Oh oh. Da ist eine Kamera. Ich gehe mal in die Kamerasteuerung rein. Das haben wir bisher relativ selten gemacht. Egal. Finger weg von der Installation, okay? Da haben wir ein paar Gauner von den Tiger Claws. Da hinten ist gerade noch einer am Patrouillieren gewesen. Fass sie einfach nicht an! Oder hätte das befestigen sollen? Halt denn nicht! Toller Tick! Ich wechsle mal die Kamera. Das heißt, hier im Treppenhaus gibt es noch eine. Und hier in dem Raum. Ja, genau. Also zwei in dem Raum und eine im Treppenhaus. Das ist immer gut, wenn man das weiß. Bisher habe ich das auch viel zu selten einfach eingesetzt. Hoppla. Dann gehen wir hier mal raus. Ich würde sagen, wir schalten die jetzt auch gleich aus. Die andere ist da vor uns, genau. Vielleicht kriegen wir das ja lautlos irgendwie hin. Ist zwar nicht unser Ziel. Oh, da sitzt noch einer. Ist der am Schlafen? Gucken wir mal, welche Wege es hier so gibt. Schalten wir die Kamera auch noch gleich aus. Gut, damit sind alle drei deaktiviert.
glaube nämlich, dass das hier der bessere Weg nach da unten ist. Und wir müssen im Prinzip dorthin, wo die anderen stehen. Komm mal mit. Das machen wir mal für die Erfahrungspunkte. Komm raus! Regeln wir das wie Krieger! Moment mal. Ach, der hat das mitbekommen. Na dann. Endlich mal was! Was soll das sein? So, wie Krieger geregelt. Also ausschalten möchte ich die so oder so. Weil so kommen wir halt auch an deren Loot und an die, ja, auch an die Junk-Items. Die sind ja auch sehr viel wert manchmal. Und ob mir das leise gelingt oder so auf diese Art, ist ja an sich erstmal egal. Oh, wer sitzt denn da? Die ist anscheinend gerade am Hacken. Was ist das? Ein Headset aus Titan. Ein BD-Headset aus Titan. Mit einer Panzerung von 41. Das wird uns jetzt angezeigt, als wäre das schwächer als das, was wir haben fürs Gesicht. Aber da wäre ich mir gar nicht so sicher. Lasst uns das mal kurz im Inventar überprüfen. Die hat nämlich 34. Das finde ich komisch. Warum kriegen die das nicht gefixt? 34,3 Panzerung und die hat 41. Und das wurde uns gerade eben halt noch als Schwäche angezeigt. Jetzt laufen wir durchgehend mit einem BD-Headset rum. Gut, dass man das hier im Sichtfeld nicht sieht. So, wo laden wir das jetzt am besten hoch? Oh, hier sind noch ein paar Euro-Dollar. Wunderbar. Und jetzt schnell hier raus. Hier noch irgendwas? Hm, sieht nicht so aus. Okay. Auf zum Erdgeschoss. Ja, sehr gut. Ich glaube, dann haben wir hier auch wirklich viel erledigt. Schauen wir nochmal, was Regina dazu sagt. Irgendwie haben wir immer noch die Kampfmusik. Das heißt, ich werde mal so ganz langsam in diese Richtung laufen und dann schauen, ob sich das wieder fängt. Mit so einem kleinen Spaziergang. Manchmal braucht das ja mal ein bisschen. Ja. Also bin ich glücklich. Also kriegst du Eddies und wir sind alle glücklich. Auftrag erledigt. Danke, wie? Gerne. Gar kein Problem. Ja, und damit würde ich sagen, soll es das auch erstmal wieder von dieser Episode gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Bis dann, Leute. Macht's gut.
Ciao.